Oh, Hallöchen. Nochmal Amiga RF Modulator. Nein, ich habe ihn noch nicht umgebaut auf S-Video. Das mache ich noch später. Erstmal wollte ich zeigen, ich habe den jetzt erstmal soweit wieder fertig. Ich werde auch nachher gleich das Bild zeigen. Ich habe hier 9 Quarz drauf, 14 oder 4, irgendwas Megahertz, was ich da gesagt hatte. Jetzt funktioniert er wieder. Ich zeige euch gleich nochmal das Bild davon. Aber er funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Und ich habe mir in der Zwischenzeit, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, einen zweiten besorgt. Das weiß ich nicht. Der funktioniert besser. Und ich werde mal ein paar Signale gegenmessen, warum der nicht so ist wie der andere. Ich werde euch gleich beide zeigen auf dem PC. Ich hoffe, das klappt, weil ich gerade Linux am Laufen habe. OBS funktioniert. Werde ich euch gleich mal die Bilder davon zeigen. Also Komposit von hier, von dem hier und das Komposit von dem anderen. Man wird den Unterschied sehen, auf alle Fälle. Nur so viel dazu. Ich will mal gucken, warum der hier nicht so hinhaut, bevor ich hier einer von den beiden umbastelt zu S-Video. Muss ich mal schauen. Mir fehlen noch ein paar Widerstände. Die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also egal, wo ich gucke, ich habe nicht diese Werte. Ist ein bisschen blöd. Naja, muss ich noch besorgen. Mache ich dann später. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, der funktioniert jetzt wieder mit einem neuen Quarz. Das hat da dran gelegen. Ich werde ein paar Signale nachmessen, was hier anders ist mit dem anderen, ob das irgendwie doch an diesem IC liegt. Vielleicht ist er zu alt, weiß ich nicht. Aber ich will nicht so lange reden. Ich zeige euch das jetzt auf dem PC, wie das Bild aussieht mit dieser Testdiskette, die ich hier hatte. Wo habe ich die denn jetzt hingeräumt? Ach, da oben. Dann kann man das besser sehen. Und dann komme ich noch eventuell in einem anderen Video dazu, darauf, wie man hier ein Diskettenlaufwerk. Das habe ich schon mal umgebaut für ein Amiga. Nochmal reinigt und eventuell justiert, weil das läuft nur in den ersten 40 Tracks ungefähr, aber die anderen 40 Tracks, das hat ja 80 Tracks, das Teil. Hier. Also die erste Hälfte funktioniert und die andere Hälfte funktioniert nicht. Da komme ich später mal drauf zu, ob ich das hier wieder zum Laufen kriege, weil ich brauche nochmal ein zweites. Gut, dann sehen wir uns auf dem PC gleich wieder. Sehen wir dann, dass das hier wieder hinhaut und wieder andere hinhaut, was der Unterschied ist. Also bis gleich. So, jetzt sind wir hier wieder auf dem PC. Jetzt ist es wieder so grün. Warum ist es jetzt so dolle grün? Das war nicht gewesen. Jetzt mache ich noch die Diskette rein. Der hat er eigentlich hingehauen. Ja doch, da ein bisschen Blaues mit zwischen. Kann das jetzt an dem Quarz liegen, weil ich den jetzt gelötet hatte? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls, grün ist drinne, rot ist drinne, das Bild sieht so aus, es ist nicht schön. Ich werde jetzt den anderen, den ich neu geholt habe, der auch getestet ist, ich habe ihn auch schon ausgetestet, mal anschließen. So. Warum auch immer das jetzt auf einmal wieder so schlimm ist. So, den anderen hier. Kabel ran. Kabel ran. Jetzt bleibe ich nicht. Irgendwas haut hier mit meinem Reset nicht hin. Auf der Kiste. Jetzt. So, egal, ich mache das jetzt mal mit Diskette. Ja, es ist nicht das Schärfste, aber von den Farben her ist der top. Der ist einfach top. So, und mit dem Diskettenlaufwerk, wie ich sagte, dass das eine da nicht will, das kann ich auch testen mit dem Programm.
Floppy Drive und da kann ich auch eine Head Calibration machen und kann sehen, Zylinder 0 funktioniert, Zylinder 40 funktioniert und Zylinder 79 funktioniert bei dem auch. Bei dem anderen Laufwerk funktioniert es nur bis Zylinder 40, da fängt er schon an Fehler zu machen, Zylinder 79 macht er dann schon mal gar nicht mehr. So, und das kann man dann auch kalibrieren. Aber man sieht, irgendwas muss meiner haben, obwohl da nichts anderes drauf ist. Ich habe schon mal verglichen. Ich weiß nicht, ob die Signale gleich sind. Ich muss noch mal gucken. Aber mit dem neuen Quarz, es war schon eigentlich ein bisschen besser. Es kann natürlich jetzt auch auf dem Capture-Device jetzt hier ein bisschen anders aussehen. Auf dem Fernseher sah es zumindest ein bisschen besser aus mit dem anderen, den ich versucht habe zu reparieren. Ja. Den S-Video-Mod werde ich wahrscheinlich mit dem hier machen, den ich jetzt dran habe, den ich neu geholt habe, dass ich ein bisschen besseres Bild habe. Aber wie gesagt, da fehlen mir noch ein paar Sachen, ein paar Widerstände fehlen mir da noch. Die habe ich nicht. Ich habe gesucht bis nicht mehr. Das sind so komische, krumme Werte. Die muss ich extra bestellen. Die finde ich nirgendwo auf irgendwelchen Platinen. Habe ich schon gesucht ohne Ende. Ich finde da keine von. Gut, dann erstmal danke fürs Zugucken bis hierher und im nächsten Teil sehen wir dann, wie ich versuche, ein Diskettenlaufwerk zu kalibrieren. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.